Ich, wenn wir in diese Richtung schwimmen, Richtung nach Hause kommen. Und jetzt denken wir uns, ach, so ein Mist, da hinten ist ja Festland. Warum? Oh, naja, egal. Eigentlich müsste das hier der schnellste Weg gehen. Außerdem ist hier Zuckerrohr. So. Alles klar. Genau deswegen bin ich auch rübergeschwommen. Wo ist denn da das Ende? Ah, egal, wir können ja mal. Wir schwimmen jetzt einfach eine Runde. Und bewundern hier ein wenig den großen, tiefen Ozean. Und da hinten ist schon wieder Land. Und wir kommen gut klar, denn wir sind Batman. Das dürft ihr niemals vergessen. Ach ja. Wir haben heute übrigens Freitag. Und da fällt mir gerade ein, wo ich über Batman, Entschuldigung, wo ich über Batman rede. Dass heute The Dark Knight bei Pro7 Schleichwerbung lief. Und ich habe eigentlich nur das Ende reingeguckt, weil ich mir irgendwas auf YouTube angesehen habe. Ich weiß aber nicht mehr was. Und in diesem Film ist es ja so, dass wenn Bruce Wayne in Anführungszeichen, ich habe keine Ahnung, wie der Schauspieler heißt, der den in diesem in The Dark Knight spielt. Oh. Heißt, aber jedes Mal, wenn er die Maske auf hat, dann hat er automatisch schon eine tiefe Stimme. Irgendwie, also jetzt nicht so tief, ich kann die jetzt nicht so nachmachen. Nee, die sind natürlich ein Problem. Aber ja, die ist. Ja. Es ist eigentlich lustig. Eigentlich. Eigentlich ist ein schönes Wort. Das heißt euch, eigentlich ist euch das eigentlich schon mal aufgefallen. Dass eigentlich ein eigentlich schönes Wort ist. Ja. So wie das Wort nett. Hey, ich werde dich nett. Aua. Na, was ist denn hier los? Was so der Killer Spinnen oder hat? Jetzt zu denen. So. Und wir müssten rein von der Theorie her irgendwo hier so Richtung Haus rennen. Na, lass mich in Ruhe. Lasst mich in. Ein Enderman. Den kann ich nicht in Ruhe lassen. Hat schon wieder einen Block. Oh. Ja. Ich habe eine verzauberte Diamanten. Nicht Diamanten. Oh. Ich könnte eventuell doch sterben hier. Oh. Ich könnte wirklich sterben. Nicht treffen. Nicht treffen. Ah. Nichts wie weg. Ah. Wenn das Skelett uns trifft, dann sind wir tot. Komm schon, aufladen, 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 aufladen. Schneller aufladen. Gott, waren da gerade viele Mobs. Das habe ich gar nicht gesehen, ob der Enderman irgendwas gedroppt. Nee, wir haben noch zu wenig Herzen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh. Hätten wir die Rüstung nicht verzaubert, dann wären wir jetzt sogar schon tot gewesen. Wie viele Skelette sind denn hier, bitteschön? Haben die nichts Besseres zu tun? Oh, das ist doch nur ein Creeper. Ich will doch nur das Zuckerrohr. So, okay. Wow, was ist denn das? Achso, das war gerade ein Junkfehler. Oh, hier ist noch Leben. Das nehmen wir auch nochmal mit. Boah, gegen die Strömung kämpfen. Wir schaffen das. Puh, okay. Dann haben wir da, da. Und hier und da und noch. Komm her. Gib mir den Lehm. Du kannst dich nicht verstecken. Ich bin Batman. Okay. Hä? Bist du schon voll? Oh ja. Den Lehm her. Okay. Und das hier kommt mir auf jeden Fall leicht bekannt vor. Das heißt, unser Haar. Hä? Ach, der hat eine Feuerrüstung an. Och nö. Die finde ich lustig. Du bist ja. Oh oh. Oh oh. Das geht dich gar nichts an. Halt dich da raus. Ach, der geht hoch. Na, egal. Aua. Sag mal, was zum Teufel stimmt mit euch allen nicht? Lass mich doch einfach nur in Ruhe. Ich will doch nur nach Hause. Aua! Wozu? Oh, versteckt er sich hier bei den Kühen?
dafür, das sagt er. Puh, sind ganz schön viele Mobs draußen, muss man schon so sagen. Ist halt der Nachteil, wenn man auf hart spielt. Ich weiß nicht, ob dann tendenziell mehr Mobs spawnen oder nicht. Aber irgendwie kommt mir das gerade so vor. Boah, die sind... nieder. Wir müssen... Verdammt. Sind wir schon total von der Richtung abgekommen? Nein, doch, wir müssen in diese... Aua! Wir müssen in diese Richtung. Da runter und in die da. Nee, lasst mich in Ruhe. Lasst mich doch alle einfach nur in Ruhe. Oh. Hi, Creeper. So, wo ist jetzt unser Haus? Das sieht doch nach unserem Haus aus. Ja, das ist unser Haus. Oh. Ach, wir kommen sogar wieder von hinten. Ja, wer hätte das gedacht? Wir sind ja auch von hinten hingegangen. Von hinten. Ja. Okay. Ist nicht weiter gewachsen, ist klar. Warum und weshalb das so ist. Wir waren ja nicht da, also wurde der Chunk nicht geladen. So einfach ist das. Also ist auch noch nichts gewachsen. Nein. Ja. Drücken wir auf den Knopf. Auf den Knopf. Hier drücken wir mehr. So. Und dann gehen wir jetzt schlafen. Weil wir Angst haben. Im Dunkeln. So, ganz allein. Okay. Jetzt ist es Tag. Wir sollten vielleicht mal das Schwert verzaubern. Auf Level 1. Ich glaube, wir kriegen ein bisschen Schaden. Aber Schärfe, ja. Das ist schon mal besser als gar nichts. Und dann würde ich sagen, verzauber ich auch einmal so die Diamantenschaufel auf Level 1. Dann haben wir Haltbarkeit. Und dann nehmen wir noch einmal die Axt. Effizienz, sehr gut. Hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen. Und so wie es aussieht, brauchen wir eine neue Küste. Aber wir können schon einmal eben... Naja, ich nehme eben die Hälfte von da raus und verteile das mal auf diesen Ofen. Da haben wir noch 7 drin, 13. Ja, egal. Da kommt jetzt... Oh, ach so. Da haben wir noch Steaks drin. Ne? Und dann brennen wir schon einmal... Na gut, kommt da halt die 29 und da die 64 rein, so. Brennen wir schon einmal die Bricks. Und es sieht ganz danach aus, als würden wir eine neue Truhe brauchen. Ja, brauchen wir. Ich nehme jetzt auch mal das Dschungelholz. Ist ja egal. Jo, so. Das Tropenholz, Entschuldigung. Und dann machen wir uns nochmal so zwei Kisten. Und dann stellen wir nochmal irgendwo eine Truhe hier sinnlos hin. So, in dieser Ecke zum Beispiel. So, da ist gerade Platz. Wird gerade nicht benötigt. Nein, doch. Da in der Ecke will ich jetzt was anderes noch hinbauen. Also kommt es einfach dahin. So, sehr gut. Und zwar werden wir jetzt etwas bauen. Nee, den brauche ich. Und zwar, wir bauen einen Schneemann. Aber, achso, das Besondere an diesem Schneemann ist, dass er praktisch für uns als Eismaschine dient. Und das geht recht einfach. Wir setzen da einen Block drauf, sperren hier einmal zu. Gut, ich muss dann erstmal, wie ging das nochmal? Zwei, ja, muss ich aber kurz durch die Decke haben. So. Hoffe ich, dass ich das gerade einmal so hinkriege. Also. War doch so viel. Ich weiß einfach bloß nur so. So. Und das lassen wir jetzt mal weg. Und verdammt. Okay. Nochmal von Anfang. So. Stein, 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 Stein. Aber dahin sieht jetzt nicht hübsch aus, aber ist erstmal einfach nur so da. Okay. Einfach nur, weil ich da gerade Lust zu habe, das Ganze zu bauen. Und jetzt da einen Kürbis drauf, so viel ich weiß. Und wir haben einen Schneemann. Und jetzt kommt das Gute daran, dass er halt nicht weg kann. Ha, hat sich gerannt. Und, funktioniert das nicht mehr? Oh mein Gott, es scheint nicht mehr zu funktionieren. Du Schwein! Warum? Wieso?
Oh, jetzt habe ich ihn getötet. Okay, dann geht's wohl nicht mehr. Wurde wohl rausgepatcht. Und keiner hat mir was gesagt. Das ist sowas von unhöflich. Naja, auf jeden Fall war es früher so, weil es ja anscheinend nicht mehr geht, dass dieser unter sich ja immer einen Block Schnee hergestellt hat. Und dann konnte man da halt Schnee abbauen und da war instant sofort wieder Schnee. Das heißt, man hatte damit so eine unendliche Schneemaschine, aber naja, geht wohl nicht mehr. Und ich guck mal eben nach, wie viele Diamanten ich bräuchte, um meine Diamantenspitzhacke zu reparieren. Zwei Diamanten, da krieg ich ja fast eine neue hier. Drei Diamanten wäre sie neu. Wir sagen einfach mal, nein. Und verzaubern uns einfach eine neue. Oder nehmen wir eine neue. Wobei, Level 1 Verzauberung, wen interessiert? Die verzauber ich jetzt. So, Level 1, was haben wir drauf? Effizienz. Das heißt, dann ist sie doch schneller kaputt. Sehr gut. Wir brauchen es aber trotzdem nochmal eben eine. Und diese verzauber ich dann mal auf Level 8. Und guck einfach mal, ob irgendetwas Sinnvolles dabei rauskommt. Ich würde mal sagen, nein, aber naja, probieren geht, kann ich was studieren. Auch da war Level 8. Und jetzt habe ich es weggeklickt. Level 8, Level 8, Level 8. Ja, was mit dem. Oh, der war ein. Okay. Dann haben wir. Ja, dann geht's. Level 8, 8, 8. Oh, schon wieder weggeklickt. Nein, 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 nein. No. Okay, Konzentration am Mikrofon. Da, Level 8. Zack, was haben wir? Haltbarkeit 1. Habe ich doch direkt gesagt, das würde nichts bringen. Aber ich wollte es mir selber nochmal beweisen. Nein, die tun wir erstmal hier rein. Die packen wir erstmal hier rein. Die stecken wir erstmal da rein. Wir deponieren sie erst einmal in dieser Kiste hier hinten. Okay. Da läuft gerade das Kupfer und so weiter und so fort. Gut, da haben wir jetzt einen Enchanted-Table. Und wir müssten uns noch ein Feld anlegen für die Kartoffeln. Allgemein irgendwie mal so ein hübscheres Feld auch für die anderen Sachen. Ich würde sagen, sollten wir auch mal hier... Na du? Hallo, Enderman. Komm her. Ja, ich weiß. Komm doch her. Wenn du schon mit so komischen Sounds antanzt, dann musst du aber auch mal hier was tun. Hallo, lauf doch nicht weg. Komm her jetzt. Ja, genau, ich guck dich an. Doch her jetzt. Wieder. Oh. Klaut einfach schon wieder Blöcke. Sag mal. Oh. Zum Teufel ist der. Bleib da. Oh, kein. Die Hungerleiste ist leer. Jetzt bleib da verdammt nochmal stehen. Oh. Gibt's doch nicht. Enderman töten für Fortgeschrittene. Oh. Jetzt komm doch mal her. Wo ist denn der hin? Was ist das? Das ist ein Wolf? Ja. Sieht so aus. Was ist der? Oh. Jetzt komm doch mal. Hallo. Mann, ich will dich jetzt töten. Gib mir deine Enderperle. Hat der nicht mal gemerkt, dass der Penis... Mann, Mann, Mann. So, okay. Leider kein Enderpearl. Alles. Ja, der Song kommt gerade ein bisschen spät. Das sind übrigens Sounds, die kommen halt von den Endermännern. Die sollen einen Angst machen, dass man denkt so, oh mein Gott, da ist ein Enderman. Ich höre schreckliche Geräusche. Wo kommen sie nur her? Hilfe! Ja, ja, ja. Alles Ablenkungstaktik. Alles Ablenkungstaktik. Bam. Okay. Dann kloppen wir das Ganze jetzt mal ab.
Abkloppen, klopp, klopp, klopp. Und da hauen wir alles weg. Alles hauen wir weg hier. Wir vernichten unsere eigene Ernte. So. Okay. Und ich guck mal gleich, wie viele Bücher wir damit schon machen können. Und es gibt ja auch Bücher, die man selbst beschreiben kann und dann signieren kann. Diese Bücher lassen sich dann nicht mehr bearbeiten, sind aber dann grundsätzlich durchgehend signiert. Und dort steht dann auch der Name von demjenigen, der es signiert hat. Das heißt, das ist ja im Endeffekt praktisch ein Autogramm in Minecraft. Ja. Von dem Minecraft-Char. Okay, gut. Und wir... Oh. Da habe ich doch tatsächlich die Enderperle übersehen, die ich jetzt im Inventar habe. Also hat er doch eine Enderperle gedroppt. Oh. Oh, ich bin so blind. Ich bin so blind. Ach so, hier. Das Ding scheint fertig zu sein. Ja, ist er auch. Der noch nicht, aber egal. Und trotzdem mal die XP mit. Und hoffen, dass wir mal überleben, ja, bis wir wieder Level 30 sind. Damit wir dann eine vernünftige Verzauberung machen können. Habe ich das restliche Zuckerrohr? Da sind welche. Und da sind auch welche. Super Ordnung hier. Okay, dann gucken wir mal. Upsala, Entschuldigung. Wieder mal gegen das Mikrofon gekommen. Okay, ups. Dann machen wir halt hier ein wenig Zuckerrohr. Okay, Papier. Dann brauchen wir noch das Kuhleder, wovon wir zum Glück recht viel haben. Und dann wollen wir mal gucken. Okay, das geht also genau auf. 41 Bücher haben wir. Dann brauchen wir Holz dafür, richtig? Soviel ich weiß, ja, oben und unten, wenn ich mich nicht irre. Oben und unten. Wir nehmen jetzt einfach mal ein Stack Tropenholz und wandeln es mal um und dann geht das schon. So, wir werden eher nicht so viele Bücherregale hinkriegen, wie wir Holz haben. Aber ist ja erstmal egal. Wir machen es jetzt erstmal welche. Okay. Ja, schade. Fehlt uns genau ein Buch, um noch ein Bücherregal zu machen. Aber egal, die Bücherregale packen wir jetzt erstmal hier rein. Ich wollte gerade sagen, bis wir uns eine Spitzhacke mit Behutsamkeit, oh, ist ja dunkel, enchantet haben. Aber das geht ja nicht, weil diese muss ja hochlevelig, also irgendwie so. Und ich habe immer noch das ganze Gedöns hier mit den ganzen Daten an. Auf jeden Fall müssen Bücher drumherum sein, damit man dieses Level erreicht, wo man Behutsamkeit kriegen würde. Okay. Und wir legen uns jetzt einmal eine kurze... Ja, was heißt eine kurze? Wir legen uns einfach eine provisorische Farm an. Dafür müssten wir aber hier... Okay, erstmal machen wir hier Folgendes. Wir machen den ganzen Kram jetzt hier weg. Da kommt nämlich Sand hin. So, das ist schon mal Nummer 1. Das weg und jenes auch weg. Und hier, so. Okay. Haben wir Sand dabei? Nein, wir haben aber Schnee dabei. Aber es wundert mich, dass dass der Schneemann keinen Schnee unter sich gemacht hat. Vielleicht muss er sich auch ein Stückchen bewegen. Oder so. Ich weiß es nicht. Muss ich da nochmal austesten. Machen wir dann nochmal. Sand wollte ich. Ist das Sand? Das ist Sand. Es sieht nicht nur aus wie Sand. Es ist sogar Sand. Kaum zu glauben, aber das auch. Habe ich zweimal mit? Nein, habe ich natürlich nicht. Wo sind die Eimer? Eimer. Ach da.
Ach ja, genau. Lehrerheimer lassen sich ja stacken. Seit. Weiß ich gar nicht, seit welcher Minecraft-Version. Sie lassen sich aber stacken. Ich habe noch die Kartoffeln bei. Achso, ja. Ja, egal. Wir wollen da sowieso eben Feld bauen. Also, was soll's. Das ist jetzt eigentlich ziemlich unnütz, fällt mir gerade auf, weil wir uns einfach hätten hier hinten Wasser nehmen können. Aber egal. Jetzt haben wir damit schon angefangen. Jetzt lassen wir es einfach so. Ist immer noch Schnee. Wo ist mein Sand? Gib mir meinen Sand. Haben wir genug? Ja, ich glaube schon nicht. Ich glaube schon, ja. Okay. Kommt da jetzt Wasser hin? Da Wasser. Dann hier. Da und da nochmal. So.